Herzlich willkommen zu Amatas Erfolgspodcast. Erfüllt und frei leben. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise und zeigt dir, wie du auf der Grundlage von Werten, Freiheit, Fülle und wahren Reichtum dauerhaft in dein Leben ziehen kannst. Ohne Plackerei und ohne Verlust der Eigenständigkeit. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du wieder da bist. Heute kommt mein Gruß aus Paraguay zu dem Thema, wie du in 9 Minuten deine Wünsche manifestierst. Der nachhaltigste Weg, um sich seine Wünsche dauerhaft zu erfüllen. Ja, erstmal schön, dass du wieder da bist. Ich zeige ja dir vor allem hier, wie man erfüllt und frei leben kann und verbinde das sozusagen mit den genialsten Business-Techniken, um mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität zu genießen, um deine Traumrealität, dein Traumleben zu erschaffen. Und heute mag ich dir eben zeigen, wie du das nachhaltig machen kannst in relativ kurzer Zeit. Mir ist dabei wichtig, dass es wirklich zügig geht und nachhaltig ist, denn es gibt so viele Dinge, wo man ja ganz schnell was verändern kann, machen kann, aber die Frage ist ja immer, wie hält's an? Und bevor wir jetzt in diesem Podcast starten, noch die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel dabei zu sein, jetzt im September, dazu kommentier einfach mit Hashtag Fülle unter diesem Post, unter dem Video, und du bist automatisch mit dabei und kannst eine wunderbare Fülle-Meditation gewinnen. Ja, um Transformieren und ums Manifestieren geht's heute, um die Punkte, die wichtig sind, selber zu erschaffen. Wobei selber erschaffen nicht ganz das Richtige ist, denn vieles ist uns nämlich geschenkt. Wir sind alle reich beschenkt vom Leben. Wir sind auf diese Welt gekommen mit unseren Sinnen, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Wir haben unglaublich viel schon geschenkt bekommen. Und wir bekommen jeden Tag wieder aufs Neue so viel geschenkt an Möglichkeiten, an Dingen im Außen und im Innen. Und das ist an sich diese Kombination, zu sehen, dass es schon da ist, dass es mir ein Stück geschenkt ist, aber dass ich selber es aber wahrnehmen und erschaffen darf. Bei mir ist es ja so, dass ich an den schönsten Orten der Welt leben darf, mit den wunderbarsten Menschen an meiner Seite, ein geniales Team habe, die besten Kunden der Welt und es mir einfach rundum gut geht. Und das war ja nicht immer so. Ja, wie ich im Kloster war, war ich ja viele Jahre, hat es wunderbar gepasst und war ich dankbar, aber es gab Zeiten, da ging es mir nicht gut. Und ich habe einfach gespürt, es passt nicht mehr. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass mein Körper mir ständig Signale sendet und dass was anderes dran ist. Vielleicht sogar noch früher, da muss ich noch ein Stück zurückgehen, da war ich noch im Kindergarten tätig als Ordensfrau und ich habe gespürt, es ist was Neues dran. Ich habe gar nicht genau gewusst, was, aber ich habe einfach gespürt, es ist was Neues dran. Ich habe damals das meine Generaloberin gesagt und das war für die unvorstellbar, denn ich habe einen Kindergarten geleitet, ja, was will ich denn anderes? Aber in mir war es so klar und immer wieder habe ich nachgefragt und siehe da, auf einmal kam die Anfrage von der Diözese und die haben genau nach mir gefragt, die wollten mich haben, damit ich das Bildungshaus der Diözese in Pfronten leite. Ja, und da hat sich das realisiert, was ich innerlich so wahrgenommen habe als Sehnsucht, als Traum. Und später dann eben diese Situation, dass es nicht mehr stimmig war und ich ja diesen Jesuitenpater hatte, der gefragt hat, ob ich austreten will. Und ich habe gesagt, nee, das will ich gar nicht. Und er mir gesagt hat, warum denn? Gott ist ein Gott des Lebens, spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich? Und ich wahrnehmen durfte in einem Prozess, was bedeutet für mich Fülle, freies Leben. Und tatsächlich bin ich damals ausgetreten und habe mein Leben verändert. Und dann hatte ich nochmal die Situation, als ich dann einige Jahre später
die Diagnose Darmkrebs gekriegt habe in der größten Ausformung. Und ich habe mich gesehen, innerlich, wie ich Menschen inspirieren darf, wie ich eine Aufgabe, einen Auftrag habe in dieser Welt. Ich habe mich entschieden, keine Chemo, keine Bestrahlung zu machen, sondern ich habe mich entschieden, diesem inneren Gefühl, diesem inneren Gespür nachzugehen. Ich habe es gesehen, ich habe es manifestiert, obwohl ich dieses Wort damals noch gar nicht kannte. Und dann die Weltreise. Dasselbe in Grün. Ich war ja immer wieder eingeladen auf Reisen und war auf einmal fasziniert, wie schön die Welt ist, ja. Ob das Südafrika war oder Hawaii oder Dubai oder Mexiko. Es hat mich fasziniert und in mir kam die Sehnsucht hoch und ich habe es manifestiert. Auch damals noch ohne dieses Wort zu kennen. Ja, und so geht's auch meinen Kundinnen oft. Gestern habe ich eine Nachricht gekriegt von einer Kundin, die ihr Einkommen verdreifacht hat. Und warum erzähle ich dir das von mir und von meiner Kundin? Weil ich dir einfach sagen will, es ist für jeden möglich. Es ist für dich möglich, wenn du das möchtest. Ich hatte damals, als ich aus dem Kloster raus bin, so gut wie gar kein Geld. Dennoch bin ich heute als erfolgreiche Unternehmerin unterwegs und ja, seit 4 Jahren sozusagen auf Weltreise. Es ist nicht die Frage, was ich habe, sondern es ist die Frage, wie ich mich ausrichte. Und deine Identität übrigens, deine Persönlichkeit, das ist deine Entscheidung. Das ist es, was es ausmacht. Und ich glaube, das ist eins der wertvollsten Dinge, die auch, deswegen bin ich auch so dankbar für die Zeit im Kloster, so dankbar für meine Krebsdiagnose, so dankbar für mein Business, weil all das mich in meiner Identität gestärkt und geformt hat. Es ist aber meine Entscheidung, wie ich sie formen lasse. Und es ist auch deine Entscheidung. Die Grundlage von all dem sind ja deine Gedanken und deine Gefühle in der Kombination. Das macht deine Energie aus. Und aus dem heraus dann die Taten, die Ergebnisse bringen. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du irgendwie innerlich komplett erfüllt bist. Vielleicht frisch verliebt in einen Mann, in die Natur, in eine Idee. Und andere spüren das. Und sie reagieren drauf. Du hast eine Reaktion im Außen, wenn du innerlich erfüllt bist. Und deswegen fang bei dir an, in dir an. Es ist eine Entscheidung, deine Energie zu verändern, deine Gedanken, deine Gefühle zu verändern. Es ist eine Entscheidung, mit welcher Einstellung du morgens aufstehst. Ob du in der Früh schon denkst, oh nee, schon wieder der Wecker. So wird deine Realität. Oder ob du morgens aufstehst mit diesem Wow, ein neuer Tag ist mir geschenkt und damit ganz anders und kraftvoll in den Tag hinein startest. Und die Frage ist, was siehst du als erstes? Also was denkst du als erstes und was siehst du als erstes? Wenn du den Augen aufmachst in deinem Schlafzimmer, falls du im Schlafzimmer schläfst, ich schlafe gerne auch draußen. Aber was siehst du denn als erstes? Gibt dir das, was du siehst, gute oder schlechte Gefühle? Das läuft ja alles unterbewusst ab. Ja, das ist ja nichts, was wir so sehr im Kopf haben, sondern das ist eher im Unterbewussten. Aber spür doch mal hin, was siehst du als erstes? Ich hatte zu Hause unser Bett stand so, dass auf der linken Seite der Schrankwand die Schrankwand und da hatte ich mein Vision Board hingeklebt. Das heißt, das Erste, was ich morgens auch gesehen habe dann, war mein Blick auch dahin. Nee, das Erste war mein Mann. Das hat auch gute Gefühle aufgehoben. Aber natürlich dann dieses Vision Board auch. Und du kennst es vielleicht, wenn du im Urlaub bist oder wenn du umziehst. Auf einmal ist ein ganz anderes Gefühl da. Und ich habe vorher gesagt, Gedanken und Gefühle braucht's für deine gute Energie. Und da unterstützt dich das Äußere enorm. Und jetzt schau dich einfach mal um bei dir, an deinem Schlafplatz. Was erinnert dich so an dein altes Ich, an das, was du vielleicht gar nicht wirklich willst, was du vielleicht loslassen willst?
Und was verbindet dich mit Kraft und Energie? Vielleicht ist es ein Kleid, das dich verbindet mit dem, was du fühlen willst. Vielleicht ist es dieses Bild, dieses Vision Board. Vielleicht ist es ein Ring. Etwas, mit dem du dich verbinden kannst, wo du das fühlen kannst, diese Energie, diese Kraft. Schau, dass du hier etwas hast, auch im Außen. Also im Innen, was denkst du, was fühlst du? Im Außen, was siehst du? Und welche Energie gibt dir das? Und das Dritte, übrigens, wenn du sowas nicht hast, also wenn du deine Identität nochmal neu definieren möchtest, weil ich arbeite sehr gerne mit der wahren Identität, ja. Und wenn du die neu definieren möchtest, es kann sehr hilfreich sein, dir ein Symbol zu kaufen. Das kann ein Edelstein sein, den du bei dir trägst, das kann ein Ring sein, eine Kette. Ich habe mir zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Kette mit einem schönen Kristall gehabt. Also da musst du für dich schauen, was kauft dir irgendwie ein Symbol. Für mich ist es auch oft Kleidung gewesen, ja. Also wie ich angefangen habe in meiner Selbstständigkeit, da hatte ich gedacht, ich müsste mich businessmäßig kleiden. Und habe ganz bald festgestellt, nee, ich brauche etwas, das mir das Gefühl der Freiheit gibt, weil das gibt mir eine ganz andere Energie. Ja, wenn ich etwas anziehe, das mir dieses Gefühl dieser Leichtigkeit, dieses Freiheit wiedergibt, dann ist es etwas, was etwas mit mir verändert. Und deswegen sind es so drei Punkte, die ich heute dir mitgeben mag. Das ist einmal der Kraftort, den es nachher nach dem Aufstehen, der dir helfen kann, ein Kraftort. Ob das in deinem Bett ist oder ob du ein kleines Plätzchen dir schaffst, wo du einfach ein paar Minuten morgens Kraft und Energie tankst. Es ist das Morgenritual dann und da empfehle ich dir wirklich, deine wahre Identität, dich da hineinzubegeben. Nicht nur die zu denken, zu lesen oder zu hören, sondern dich hineinzuspüren. Das ist in meinen Augen das Wichtigste beim Morgenritual, dich hineinzuspüren. Und das Dritte ist die Dankbarkeit, denn das ist eine der höchsten Schwingungen. Liebe ist die höchste, Dankbarkeit folgt gleich der Liebe. Und wenn du jeden Morgen dir drei Dinge überlegst und aufschreibst, vielleicht für was du dankbar bist und drei Dinge aufschreibst, die du jetzt tun willst, damit du deinem Ziel näher kommst, dann brauchst du nicht mal 9 Minuten. Manche schaffen das in 5 Minuten. Manche brauchen vielleicht 10 Minuten. Aber 9 Minuten genügen, deine Wünsche zu manifestieren. 9 Minuten genügen, um nachhaltig deine Wünsche zu erfüllen. Indem du wirklich aus diesem Kraftort heraus, also morgens im Aufwachen schon deine Gedanken und deine Gefühle schaust, dir im Außen schaust, deinen Kraftort dir anschaust, das Morgenritual für dich praktizierst, die Dankbarkeit und dann aber die drei Dinge aufzuschreiben, um die umzusetzen. Für alle, die sich eine Unterstützung wünschen, die voller Energie und Power durchs Leben gehen wollen, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass du dir entweder eine Freedom Session buchen kannst oder jetzt im Herbst starten wir den Fülle Transformer. Das ist eine 8 Wochen Stärkung und Ausbildung für all diejenigen, die sagen, ja, ich will meine Wünsche wirklich manifestieren, zum einen, aber vor allem mein Leben insgesamt transformieren, nachhaltig und dauerhaft. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag und denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und schicke dir ganz liebe Grüße aus Paraguay. Ganz lieben Dank, dass du heute wieder bei Amatas Erfolgspodcast dabei warst. Alle wichtigen Infos zum Podcast findest du unter amatabayal.de. Sind dir Werte wichtig? Dann zeigt dir Amata gern, wie du Freiheit, Fülle und wahren Reichtum
in dein Leben ziehen kannst. Hol dir ihre Anregungen, Inspiration und buche direkt ein kostenfreies Gespräch. Zu guter Letzt, denke immer daran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Amatas Erfolgspodcast.